Black Forest Games. Havoc Engine. Drücke Start, um das Gamepad zu aktivieren. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Angezockt. Diesmal wieder mit einem Indie-Plattformer. Wir schauen uns Gianna Sisters Twisted Dreams an. Ein Spiel, das mir vom Gameplay her sehr gut gefällt. Interessant fand ich aber auch die verschiedenen Spielmodi hier. Einfach und normal sind relativ selbsterklärend. Bei Score Attack bekommt man Bonuspunkte, wenn man die Punkte relativ schnell hintereinander einsammelt und wenn man Gegner tötet. Bei Time Attack geht es darum, die Level möglichst schnell zu beenden. Im Hardcore-Modus gibt es innerhalb der einzelnen Levels keine Checkpoints und beim Über-Hardcore-Modus muss man das gesamte Spiel mit einem Leben durchspielen. Wir starten jetzt den normalen Modus. Ich habe das schon mal ein bisschen angezockt, deswegen muss ich jetzt mal 2-3 Level zurückgehen. So, wir starten mit der ersten Welt. Halte Dash gedrückt, um weiter zu dashen. Und da sind wir auch schon. Die ersten Welten sind so ein bisschen Tutorial. Laufen, springen, weiterspringen. Durch manche Ebenen kann man so durchhüpfen. Das ist ein Checkpoint, wie gesagt. Im Hardcore-Modus wäre der jetzt nicht da gewesen. Bei den ersten Level noch nicht so schlimm. Bei den späteren schon, sieht das schon anders aus. Dieser pinke Stein, den ich da gerade eingesammelt habe, wo so diese pinke Ansammlung von Diamanten ist quasi ein Extra-Hit. Deswegen habe ich jetzt diesen Schleier um mich rum. Wenn ich jetzt in einen Gegner reinlaufe, kann ich direkt hier weiterspielen und muss nicht zurück zum Checkpoint. Hier ist der nächste. Ein dicker Drache, der meine Schwester hat. Edo! Ja, bekommt ihr nicht, wa? Mist. Dadurch können wir jetzt aber die Dimension wechseln, sage ich mal. Wir können hier zwischen der blonden Mädchen und dem rothaarigen Mädchen umherschalten. Die beiden haben verschiedene Skills, sag ich mal. Die rothaarige kann so ein bisschen dashen. Die blonde hat so einen Doppelsprung und kann dann so gleiten. Außerdem verändert sich die Welt nicht nur optisch, je nachdem welches der beiden Mädchen wir gerade spielen, sondern halt auch so wieder oben die Plattform. Beziehungsweise gibt es auch manche Steine, die wir nur mit dem blonden Mädchen einsammeln können und andere können wir nur mit dem rothaarigen Mädchen einsammeln und die blauen können wir mit allen einsammeln. Aber das zeige ich euch gleich. Hier seht ihr das. Die gelben Steine kann ich nur mit dem blonden Mädchen einsammeln, die roten nur mit dem rothaarigen. So, gehen wir mal hier den Kringel noch einsammeln. Das waren die gelben, und jetzt die roten. Und dann haben wir sie alle. Ja, nicht so übersehen. Okay. Mit dem Dash können wir auch Gegner töten. Hier wieder gelbe Steine. Rote Steine. Hoppla. Oh, bin ich wohl in einen Gegner reingesprungen. Mit dem Dash können wir zusätzlich noch diese Steine kaputt machen. Also diese Backsteine. Bam, bam. Zack. Die ich kurz eingesammelt. Wieder in die blonde Welt gewechselt. Rote Welt. Kommen die Plattformen jeweils raus, wie wir sie gerade brauchen. Mist.
So. Zack. Fumm. Hier rüber. Und hier, kleiner Trick, das soll wieder das Ende vom Level. Aber hinter dem Ende ist noch was. Versteckt. Und zwar können wir hier noch so rumspringen. Weil mir vorhin gerade aufgefallen ist, dass ich das jetzt schon wieder und sonst auch immer falsch rum gemacht habe. Man hätte einfach direkt die Brücke runterspringen können und dann quasi von hinten in das Ende des Levels reinlaufen. Weil jetzt bin ich hier einmal runtergehüpft und muss hier wieder raufhüpfen, um dann ins Ende vom Level zu springen. Das war ein 100% Run vom ersten Level. Im zweiten Level machen wir es nicht auf 100%. Aber das zweite Level schauen wir uns trotzdem noch gemeinsam an. Fortfahren. Der Wirbelwald. Und los geht's. Hüpf, hüpf, hüpf. Hier geht es jetzt darum, ups, die verschiedenen Fähigkeiten nochmal zu zeigen, zu üben. Wie gesagt, dieser Doppelsprung bei den Wirbeln. Und wenn ich dann die Dimension wechsle, kann ich auch die roten Steine sammeln. Und hier wird nochmal gezeigt, dass man mit einem Dash auch Gegner töten kann. Flup, flup. Und peng, du bist tot. Durch die Steine. Hier, ganz wichtig, mit dem Dash kann man so quasi so einen Wandsprung machen. Moment. So. Nee. So. Und direkt den Gegner getötet. Hier ist wieder so ein Extra-Hit. Die Fahrstühle fahren, je nachdem welche Dimension wir sind, hoch oder runter. Durch das Haus. Huch, was war das denn? Voll durchgeglitscht. So, jetzt ist kaputt. Und durch. Peng, kaputt. Peng, kaputt. Hier kurz zurückgewechselt. Meine Steine. Hier noch ein Punkt. So ist es schon recht schwierig, darüber zu kommen, aber in der blonden Dimension geht das. Wollte ich euch nochmal kurz gezeigt haben. Ah, Glück gehabt. Da oben ist noch so ein Bonuspunkt. Zack. Den holen wir uns so. Und hier wechseln wir in die Welt. So, flumm. Zack, und dann haben wir auch dieses Level geschafft. Und das soll es dann auch schon gewesen sein von Angezockt Diana Sisters. Wie gesagt, das zweite Level war bewusst kein 100% Run. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Angezockt hier bei Online Gamescout. Bis dahin, ciao!